immer noch im Bild. Scheiße. Damit herzlich willkommen zu einem Video. Boah, ich hasse dich. Das hängt also mein Haar. Ja, das hast du auch endlich mal verdient, so wie du mich hier behandelst. Leute, wir machen heute was richtig Juicy-mäßiges. Mein Herz schlägt gerade schnell, denn Leute, es wird heute sehr, sehr unangenehm und cringy. Ich hab die Nerven hier schon wieder. Hey, wieso cringy? Ja, Julia, wir reden heute über Stuff, darüber haben wir noch nie geredet. Ich will mir nicht vorstellen, wie du beim so aussiehst und du dir bestimmt auch nicht, wie ich beim aussehe, oder? Ach, habe ich schon ganz oft getan, aber worum soll es denn darum gehen? Hast du dich mich schon mal nackt vorgestellt? Ich hab's halt auch gesehen. Hä, warum willst du denn cringy? Ja, Melina! Ja, Wahrheit! Ja, Wahrheit oder Pflicht spielen wir heute und es wird sehr unangenehm. Ich will nicht mehr. Ja, ich will auch nicht. Das war eine falsche Idee, aber ich habe halt kein anderes Video planen können in der kurzen Zeit. Mann. Du musst halt weiter rüber, Julia. Du verdrängst mich schon wieder hier. Ja, keiner will dich. Wolfgang will dich manchmal. Aber auch nur manchmal. Manchmal. Die hat halt auch wirklich Angst, ne? Ja, halt die hat keine Ahnung, was auf uns zukommt und ich halt auch nicht. Ich habe gerade eine Sache gesehen, die wir nicht machen und ich fand sie. Och, kannst du auch sprechen, Fungi, Alter? Wollten wir uns nicht besaufen vor dem Video, wäre alles einfacher. Ja, hat richtig gut geklappt. Wir beide spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Und ich hab gar keinen Bock. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Woohoo! Wer fängt an? Du. Okay, ich nehme natürlich Pflicht. Oha, was? Ja, ich mach doch keine Wahrheit, Alter. Ich sag dir nicht, was ich für Sexspielzeuge habe. Hä? Was wird jetzt kommen? Zeig deine Sexspielzeuge? Das wäre halt hart unangenehm. Boah, mir ist so warm, ne? Ich hab gar keinen Bock auf dieses Video. Kannst du jetzt mal bitte hier was ziehen? Ich zieh jetzt. Oh, nee. Oh, darf ich nicht? Oh, nein. Oh, nicht jetzt. Das ist richtig scheiße. Melina, du bist so eine Verdorbene. Ja, halt wirklich, ne? Ich bin die keusche Maus und sie ist die Verdorbene hier. Ja, jetzt tu mal nicht so. Presse Weintrauben durch deine Socke aus und trinke den daraus entstandenen Saft auf. Kannst du jetzt einfach mal deine Socke rausholen? Kannst du einfach mal die Fresse halten und mich jetzt drauf vorbereiten lassen, mental? Wenigstens muss ich dir nicht sagen, welche Stellung ich am besten finde. Ich muss sagen, das Gute ist, ich habe nicht so die Stinkefüße. Willst du mal kontrollieren? Nein. Einmal riechen? Nein. Oh, die sieht aber... Ich habe halt nur so lange nicht mehr Hornhaut geschabt. Oh. Das hier ist meine kleine süße Sportsocke. Was ist das denn? Ja, das ist so eine geile... So eine richtige Mädchensocke. Ja, und hast du ein Problem damit? Ja, schon. Wir unterstützen Sexismus auf diesem Kanal nicht, Karnal. Die riecht eigentlich noch frisch. Oh, Julia, jetzt riech doch wenigstens einmal dran. Aber dein Freund so im Hintergrund, der mich so anguckt von wegen, was machst du da mit meiner Freundin? Hey, meinst du, das klappt, Melina? Das kommt drauf an, wie stark deine Faust ist. Warum redest du so? Es kommt halt tatsächlich darauf an. Wir stopfen jetzt einmal in dein Nasenloch so eine kleine... Nein. Einfach so. Da passt man viel größer dabei. Okay, die Pressaktion kommt jetzt. 3, 2, 1. Oh, das ist schwer. Boah, ich liebe halt auch, wie gut das funktioniert. Oh, da kommt echt nicht so viel raus. Ja, da kannst du aber lange probieren. Oh, meine schöne Socke, die habe ich mir frisch gekauft. So, ich hasse ihn eh nicht. Vor 2,5 Jahren? Nee, vor 2 Wochen war ich im DM. Oh, halt doch die Fresse, Julia. Ich meine ja auch H&M. Findest du das nicht irgendwie befriedigend? Nee, ich finde das gerade richtig abartig. Aber findest du es sexuell erregend? Überhaupt nicht. So, ich trinke das und du isst den Rest hier raus. Und du kannst nicht mal sowas von einem Arsch. Oh, geil. Sieht halt aus, als hätten da 5 Leute reingespuckt, ne? Ja, soll ich auch noch reinspucken? Es riecht so ein bisschen wie Kohlrabi-Saft. Darf ich reinspucken? Nein, bitte hör auf da. Julia, Alter. Das ist mir egal. Sie ist so die Perverse. Mach doch jetzt! Okay, 3, 2, 1. Mehr. Du darfst nicht drüber nachdenken, wie ekelhaft. Sag mal, fühlst du dich jetzt nicht eigentlich irgendwie widerlich? Sind das eigentlich richtig viele Keime, die ich jetzt gerade so zu mir genommen habe? So richtig viele Keime. Werde ich jetzt krank? Bestimmt. Willst du mal noch eine hinterher stecken? Wer weiß, was passiert. Er läuft der Nervenkitzel. Willst du noch eine hinterher stecken? Bitte auf. Joey, das ist gewährt. Hey, Alter, weißt du, wie doll ich mir die Stäbchen da reinramme? Dann kriege ich ja wohl 2 Erdnüsse da rein. Das versteht. Ja. Was war dein erster Eindruck vom anderen, als ihr euch kennengelernt habt? Arrogant. Oh, echt? Safe. Ich dachte, du wärst voll der F-Boy. Ich? Ja, es ist wirklich komisch. Mann. Doch, ich dachte, du bist doch die F-2. Das solltest du nicht reinschreien. Es ist halt klar, dass F-Boy ist. Oder? Okay. Das weiß man doch. Aber ich mag. Also, so ich ist nicht. Nicht. Nein, Spaß. We love you. Aber du bist halt F-Boy. Du bist halt einer. Oh, mir ist warm. Ist böse, wenn man so ehrlich zueinander ist, ne? Ich weiß, dass du ja gar nicht arrogant ist. Bin ich auch nicht. Ja. Du nimmst jetzt eine Pflicht. Okay, ich mach die Scheiße jetzt hier. Was steht denn da? Ich darf. Weißt du, es ist einfach alles immer so erniedrigend. Ich könnte gar nicht arrogant sein, wenn ich so eine Scheiße mitmache. Du wirst im Schamhaarkostüm im Garten gefesselt und der andere... Im Schamhaarkostüm auch noch? Und der andere darf deinen Hintern mit Partypoppern abpoppen. Boah, wenn ich diesen Partypopper an deinem Arsch zünde, das tut bestimmt ein bisschen weh. Der ist doch geil. So, da werde ich gleich reinpoppen. Ja, ich muss. Ich würde schon sagen, wir machen einmal Luftschlangenkanone und einmal Goldrausch. 7 Meter. Was? Okay. Es wird so Zwiebeln am Arsch. Sie versteht das halt nicht, Leute. Nee. Sind wir alle ready? Aua. Mein Gott, das wird ihr halt so weh tun, ne? 3, 2, 1. Ah!
Und? Er ging voll klar. Echt jetzt? Mal. Oh, scheiße. Ich dachte, es wird voll geil. Ja, war geil. Willst du es bei mir mal machen? Jetzt will ich es auch wissen. Ja, ich mach's mit Aber wirklich dir. Nicht schlimm? Ich popp dir in Po. Nee, ich hab mir das nicht richtig überlegt, Julia. Oh, scheiße, ich hab Angst. Bist du bereit? Nein. Ich hab so Angst, Ah! Oh Gott, ich hab's mir viel schlimmer vorgestellt. Ja, oder? Soll ich nochmal in deinem Pops? Nein. Hat das wehgetan? Das hat so scheiße bei mir getan. Echt? Ja. Aber nein, nicht die goldringenden Pops. Ab in Pops. Nein, Julia, bitte nicht ganz so nah. Okay, ich hab halt wirklich Schiss. Okay. Das Video ist super wertvoll. Das zwiebelt gut. Ja, sag ich doch. Oh, scheiße, ey, das wird safe ein blauer Fleck, ne? Ja, 100%. Wollen wir uns nachher dann Fotos davon schicken? Ja, können wir machen. Melina, du machst das hier sauber, ja? Wir sind wieder da! Wer ist jetzt eigentlich dran? Ich bin dran, ne? Und ich will jetzt auch eine Pflicht. Das ist aber die Wahrheit. Ja und? Hast du schon mal in die Dusche gekackt? Wenn nicht, zieh noch eine Frage. Ich habe noch nie in die Dusche gekackt. Echt nicht? Hast du schon mal in die Dusche gekackt? Nee. Aber pinkelst du in die Dusche? Ja. Ich gehe halt meistens irgendwie aus Reflex vorher aufs Klo. Ich weiß auch nicht warum. Ja, und ich denke mir, wenn ich kurz vorm Duschen aufs Klo gehen muss, kann ich auch einfach in die Dusche pinkeln. Dann spare ich die Spülung. Ja, ich spüle halt nicht. Oh mein Gott, das kann ich mir wirklich jetzt gar nicht vorstellen. Oh nein, Julia, ich sag dir nicht, welche Sexspielzeuge ich habe. Bist du eher laut oder leise im Bett? Aber du antwortest auch, okay? Hä, warum? Oh komm, bitte sei mal solidarisch. Was für solidarisch? Das ist deine Frage. Okay, ich bin jetzt einfach ehrlich. Also ich bin nicht leise, aber ich bin auch nicht laut. Ich glaube, ich bin so ein Zwischending. Man will ja auch dem Gegenüber ausdrücken, dass es einem gefällt. Und ich finde, wenn man ganz leise ist, ist es unangenehm, oder? Ja, sieh jetzt meine Frage. Julia, sei jetzt einmal solidaritätsmäßig bei mir. Nein, das ist mir peinlich. Wirklich jetzt? Du bist eine Laute, ne? Nein, überhaupt nicht. Du bist eine Laute, ne? Nein! Matthias, kannst du mal Stellung nehmen? Wer von euch würde eher Tim küssen? Du. Ja, ich glaube auch. Ich habe ihn halt einmal gesehen. Du schläfst halt regelmäßig mit ihm. Spaß. Das würde Wolfgang nicht erlauben. Aber würdest du es wollen? Tim zu küssen? Tim ist halt für mich eher wie so ein kleines Geschwisterchen. Mm. Deswegen finde ich es voll eklig. Das heißt ja nichts. Perverse. Ich bin voll widerlich. Ja. Ach komm, die war lame. Mach noch eine. Würdest du mit dem anderen schlafen, um sein Leben zu retten? Wenn ja, wie? Wenn ja, wie? Das verstehe ich halt auch nicht. Ich würde sie Mann, du bist einfach eklig. Hä, ich muss doch sagen, wie? Ja, die Idee war mehr so, unter welchen Umständen kannst du es aushalten? Müsstest du die Augen zumachen? Ja, nee, generell könnte ich es nicht aushalten. Aber ja, um ihr Leben zu retten, würde ich mit Julias haben. Yeah. Hä, du nicht? Das wäre ultra gemein. Wieso sollte es dein Leben retten, wenn ich das mache? Ja, vielleicht ist ja der Entführer von dir oder der Entführer von mir so jemand, der sehen will, wie du mit mir hast. Kannst du bitte die Leute auf keine dummen Ideen bringen? Oh nee. Hast du dir den anderen schon mal nackt vorgestellt? Wenn ja, unter welchen Umständen? Sag's nicht. Ich habe mich dir letzte Woche nackt vorgestellt. Warum? Ja, Julia, du hast es getriggert. Hä, warum? Julia hat mir halt im letzten Video gesagt, dass sie glatte Schamhaare hat. Und dann musste ich es mir vorstellen. Ich hab gesagt, dass die super lang sind. Das war ein Spaß. Nein. Und hab mich gefragt, ob du sie schon mal geglättet hast. Und dann hast du gesagt, ja. Und dann musste ich es mir vorstellen. Wie ich mir meine Schamhaare und als glätte. Video geschnitten habe, das vor zwei Tagen habe ich es mir nochmal vorstellen müssen. Es tut mir leid. Leute, steht zu euren Schamhaaren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Wenn ihr und wollt. Glättet sie vielleicht mal. Sieht hübsch aus. Genau, aber passt auf, dass ihr euch nicht die Scheide verbrennt. Oder die empfindliche Eiche. Ich lese vor. Oh, nee. Koche dir Kaffee mit Brottrunk statt Wasser und trinke eine volle Tasse. Oh, das ist schon fies. Wir haben jetzt hier unsere ekelhafte Kaffeemaschine. Damit warum haben wir sagst du denn schon, dass sie ekelhaft ist? Hä, weil wir da Milch durchgefeuert haben und die hat ultra geschimmelt. Riecht boah, ich meine da dran. Boah, ich hasse dich einfach. Ich habe versucht, das wieder sauber zu machen. Beides nicht so gut, ne? Mach einfach komplett voll die Scheiße. Vor allem, das ist dann auch noch so warmer Brottrunk, ne? Kaffeepad kommt rein. Oh, welche Tasse nehmen wir jetzt? Ja, das Glas hier. Komm, scheiße. Oh, Julia, bist du richtig die... Warte mal. Nein, nicht. Du kannst es filmen schnell? Oh, du bist so eine Kacklarve. Oh Mann, Julia, ich hasse dich forever and ever, ever, and ever, 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 ever. Boah, es stinkt so nach Ekel hier, ey. Nein, Julia, du musst mehr. Ein ganzes Glas. Kannst du mich mal Julia! Das ist eine Tasse Kaffee. Selbst wirst du davon halt kotzen. Ja, willst du das? Schon. Oh, hier stinkt's massiv. Ja. Ich trink ja schon. Ja, das ist Julias Achsel. Trink jetzt deinen Scheiß, ich will Julia. Das nicht komm, trinken. Mach jetzt einfach. Oh, wie du schon wieder daran rumnuckelst, ey. Ja, es schmeckt scheiße, ich weiß. Du wirst halt sämtliche Schimmelsporen und sowas jetzt mittrinken, ne? Das ist halt das Eklige. Aber anscheinend ist ja gar nicht so schlimm.
Ich muss echt sagen, es schmeckt besser als normaler Brottrunk. Aber schmeckt es nach Brottrunk? Nö. Also man schmeckt schon, dass es nicht mit Wasser ist. Nein, nein, nein. Ich will keine Krankheit kriegen, Julia. Mhm. Ich habe gar keinen Bock auf Tripper. Ich habe keinen Tripper. Julia, es stinkt so zum Kotzen. Trink es! Es riecht... Trink es! Ich kann das nicht trinken, Julia. Das trink ist es! Und nach vergammelt. Julia, trink. Oh, du bist ja voll probier's die Räudige, doch. Ey. Probier's doch bitte. Nein, ich weiß, dass du das gerade nur spielst, damit ich davon was trinke. Nein! Ich verstehe halt trotzdem nicht, warum ich das trinken soll, aber ich bin halt dumm und mach. Ich will nur, dass du es testest. Das ist halt wirklich nicht so schlimm wie normaler Brottrunk. Oh mein Gott, ihr konntet das trinken! Oh mein Gott! Sag mal, dann machst du das jetzt eigentlich weg. Oh, das riecht, als hätte hier jemand auf den Tisch gekackt. Ne? Oh, das ist eklig. Ich wirke gerade, ne? Das Zeug riecht nach Kuhstall. Ich werde das nicht probieren. Schmeckt halt auch nach Kuhstall. I don't mind. Du bist so die Räudige, Alter. Was ist denn los mit dir? Ey, Leute, es stinkt in diesem Zimmer so nach Scheiße. Ja! Oh, Julia, du musst dir gleich die Zähne putzen. Ich kann nicht mit dir reden, so. Das ist so der Inbegriff von muffig. Julia! Mann, jetzt wollt ihr bestimmt nicht mehr mit mir befreundet sein, oder? Julia, es ist alles okay, wir mögen dich trotzdem. Aber du bist halt wirklich eine Räudige. Boah. Rufe Tim an und kack ihn richtig an, dass seine Party gestern mega scheiße war und du gefälligst nie wieder eingeladen werden willst. Gestern hatte halt Tim eine Party. Da ging richtig die Luzi ab, es Freunde, war wirklich Mann. Ganz wenn witzig. Ihr dabei gewesen wärt, eieiei. Er kam halt noch gestern so zu mir an und meinte, geht's dir gut? Und ich so, ja klar, hast du Spaß? Ich so, ja natürlich. Oh, das ist so wichtig für mich. Stell dir mal vor, ich sag jetzt wirklich zu ihm, das ist nix. Ich bin dabei, du bist dabei, dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Los geht's. Tim, geh ran jetzt. Hallo? Hey Maus, na, wie geht's dir? Hast du es überstanden gestern? Es war voll cool. Haben jetzt auch die Leute gesagt, wir waren alle irgendwie ein bisschen schock, dass es so gut lief, obwohl es so verschiedene Leute waren. Ach echt? Fandst du so gut, ja? Oder? Keine Ahnung, ich bin halt einfach ehrlich, ich fand's echt ein bisschen scheiße gestern. Echt? Ja, aber ganz ehrlich, da waren auch Leute da, wo ich mir dachte, das ist echt uncool. Also, keine Ahnung, vielleicht müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden, aber wenn du nochmal sowas machst, ich hab gar keinen Bock, da nochmal eingeladen zu sein. Ich fand's richtig kacke. Echt? Sorry. Wer denn? Wir müssen da nochmal in Ruhe drüber reden, Tim. Also gar nichts gegen dich, aber deine Partys sind ultra kacke, ey. Wer war denn da? Oh mein Gott, Tim, ich verarsche dich fürs Video! Oh mein Gott, du tust mir so leid! Oma, du hast es halt auch geglaubt, ne? Ich hab die ganze Zeit schon gedacht, was habe ich falsch gemacht? Oh mein Gott! Nee, aber alles gut. Ich habe das jetzt nur fürs Video gesagt. Nur damit du dir jetzt keine Sorgen machst. Ich dachte, du meinst das richtig. Traust du mir halt auch zu, ne? Ja. Okay, das war's auch schon. Bis dann. Peace. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, der arme Junge. Aber ich hab durchgezogen, oder? Du hast krass durchgezogen. Also, bist du stolz auf mich? Ich bin so proud of you. My motherfucker. Aua! Shit the f***! Jetzt kommt die letzte Aufgabe! Die letzte Aufgabe! Shit! Spiele 3 Runden Stromschocker. Gefesselt und blind. Aber das machen wir zusammen, Julia, als letzte Aufgabe. Ach, die Scheiße! Ja. Oh nee! Wir machen aber schon Stufe 4, sonst wäre das. Jetzt gerade stinkt halt wirklich. Hast du gepupst? Ich hab nicht gepupst. Mhm. Vielleicht ist es deine Achsel? Ohne Hände. Das heißt, unsere Hände werden hier wieder dran getaped, ne? Und jeder nimmt 2. Gerade, Alter, das hat richtig wehgetan im Ohr. Okay, ja. Nimm deine beiden Bügel. Ich will das halt nicht. Oh, nicht, doch nicht, doch nicht, Julia! Boah, das ist so scheiße, dieses Spiel, ne? I hate you. Zieh mal dran. Ich will nicht. Es ist nur Chewing Gum Shock. Es ist nicht so schlimm. Es ist lass mich schlimm. Mal. Oh, ich habe Angst. Ah! Ja, oh mein Gott, aua, mein Knie. Ich bin vor einen Tisch gestoßen. Ich will noch mal, aber... Boah, du bist so... Ah! Es ist so... Ah! Okay, komm, Melina, lass es hinter uns bringen. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. I just f***ing hate you, f***ing hate you, na, na, ey. Ach klar, meinst du die so richtig festgemacht, Melina? Ist gemein und sexistisch, merkst du das eigentlich? Man darf nur nicht bei Frauen sexistisch. Ja, danke, bei das Männern ist total schon. Logisch. Ich denke, ich muss mal dringend aufs Klo, ich könnte jetzt sein, dass nein. Ich einpinkel, ne? Oh, ey, du Eklige, dann stinkst du ja noch mehr hier. Oh, Julia. Können wir jetzt mal anfangen, ich will die Scheiße hinter mir bringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn? Wenn man zu früh drückt, dann geht's auch ab. Aber ich hab nicht gedrückt! Sag mal, es sind nicht alle an, oder? Doch, sind 2 Player an. Naja, aber der hier nicht und der hier nicht. Oh. Julia! Melina, Alter! Oh mein Gott, Melina! Oh mein Gott! Okay, warte. Geh weg! Nein, Julia, ich habe jetzt alles leer. Oh, aber das ist voll unfair, dass du jetzt einfach dich lösen kannst. Meine sind so fest, es geht nicht. Ja, ich muss den ganzen Schock ertragen. Komm.
Oh mein Gott, das war gerade wie in so einer Achterbahn. So der Moment, wo du so runterfällst. Oh. Hey, Julia, wir sind doch nicht fertig. Ach, wir sind sowas von fertig. Nein, hä, hey, warum geht's jetzt? Ich will nicht. Nein, oh mein Gott, das war viel krasser als bei dir, Julia. Aua! Hast du meine Finger gesehen? Das war so geil, oder? Richtig gut! Ich hab keinen Bock mehr, Julia hat keinen Bock mehr. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf mehr von der Scheiße habt. Wir hatten voll Spaß, wenn ihr wissen wollt. Hier ist mein Video verlinkt. Guckt euch das doch mal an. Da würde ich mich ja persönlich sehr freuen. Joey, oh, immer du mit deiner Eigenwerbung, ey. Oh, das findet ihr jetzt hier eingeblendet und Link in der Beschreibung. Und ja, ihr Süßen, we love you forever and ever, ever, and ever, ever. Und damit ich auch schon wieder sage, sehen wir uns bald wieder.